Hallo, heute soll endlich das lang versprochene Video über das Ohrloch-Dehnen kommen. Ich hatte es einigen fest versprochen, dass ich das noch drehen werde demnächst und es tut mir leid, dass es sich jetzt so rausgezögert hat. Manchmal passieren im Leben Dinge, mit denen man einfach nicht gerechnet hat. Ich weiß auch nicht. Ich kann an dieser Stelle leider nicht mehr dazu sagen. Allerdings finde ich es total schade, weil ich eigentlich relativ große Lust aufs Videodrehen gehabt habe. Wie ihr vielleicht schon in diesem Video, ich verlinke es mal hier, gesehen habt, habe ich mal so ein Video hochgeladen, wo ich mein Ohrloch ein bisschen weiter gedehnt habe und einfach spaßeshalber eigentlich die Cam dabei habe laufen lassen. Und das ist jetzt, glaube ich, mein Video, das am meisten angeklickt wird und wo so viele Kommentare kommen, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Also, dass es ja so einen großen Anklang findet auf YouTube. Und ich kann euch ja mal erzählen, wie ich das gemacht habe. Ich sage im Voraus, dass es nicht unbedingt die tollste Methode ist, die ich gewählt habe, oder dass ich jetzt der Guru in Sachen Piercinglöcher dehnen bin. Das ist auf keinen Fall so. Aber ich wollte euch von meinen Erfahrungen berichten. Ja, hier ist mein gedehntes Ohrloch. Im Moment habe ich einen solchen Schmuck drin. Das ist eine Schwalbe, falls ihr das nicht erkennen könnt. Ja, 10 mm ist es jetzt gedehnt. Dann habe ich mir bei Wildcat eben so ein Dehnset bestellt mit so verschiedenen Dehnsicheln. Ich habe mir das Set aus Horn bestellt. Allerdings, ja, habe ich da wahrscheinlich zu wenig drüber nachgedacht. Da stand, Horn ist am geruchsneutralsten mit oder so, weil es ja einen gewissen Eigengeruch hat, wenn man das Ohrloch dehnt. Also wie normale Ohrlöcher ungefähr. Aber es kommt auch auf die Oberfläche an dieses Materials. Und da Horn, ja, Natur noch irgendwie ist, ne, ist die Oberfläche nicht vollständig, also wenn man es jetzt unter dem Mikroskop betrachten würde, nicht total glatt, sondern eben total huckelig und eben ein guter Ansatzpunkt für Bakterien und so weiter. Deswegen könntet ihr auch Stahl oder was weiß ich, was es da noch so gibt, wählen, ne? Aber da kenne ich mich, wie gesagt, gar nicht so gut aus. Bevor ihr überhaupt anfangen wollt mit, ja, Ohrlochdehnen und so weiter, solltet ihr euch mal darüber im Klaren sein, ob ihr das wirklich wollt, weil ich habe mal gehört, dass es zwar bis 1 cm wieder zuwachsen kann, das Ohrloch, aber wie es dann genau aussieht oder ob es dann immer so ein bisschen größer bleibt und so, das ist dann halt so eine Sache, ne? Das weiß man vorher nicht. Das ist ja auch bei jedem total unterschiedlich. Wenn man jetzt so ein paar Millimeter macht, so sag ich mal 3, 4, 5, dann ist es, denke ich mal, kein Problem. Trotzdem solltet ihr, wenn ihr gerade noch jünger seid, mal mit euren Eltern vielleicht drüber sprechen. Die, das kann ich euch jetzt schon sagen, bestimmt nicht so begeistert davon sein wollen. Ich meine, ich bin 20 und habe es mit 19 Jahren gemacht. Da konnten meine Eltern nichts mehr zu sagen, aber naja. Manchmal konnten meine Eltern da nicht so ganz hingucken, wenn ich ihnen gezeigt habe, ja, oh, ich stecke den Finger durch mein Ohrloch. Also müsst ihr mal gucken, ob ihr das überhaupt dürft. Heimlich würde ich es nicht machen, denn irgendwie sieht man das dann ja immer. Okay, dann habe ich mir, wie gesagt, dieses Set aus den Hornsicheln bestellt. Und wenn es dann ans Dehnen gehen soll, ja, dann ist es eigentlich ganz wichtig, dass ihr das zum Beispiel nach dem Duschen macht, wenn das Ohr warm ist. Ihr könnt es auch ein bisschen anfühlen und durchkneten, das ist ganz wichtig, damit es gut durchblutet ist und dann dehnbarer wird, ne? Also nicht einfach so reinstecken und zack, sondern wirklich kneten und Zeit nehmen. Genau. Ich muss aufpassen, dass ich nichts vergesse. Wenn ihr dann das Ohr soweit vorbereitet habt, dann legt euch bitte, ja, dann nehmt euch mal irgendwie sowas wie Öl könnt ihr nehmen. Ich weiß, Piercing-Schmuckhändler verkaufen Gleitcreme oder so. Vaseline könnt ihr nehmen. Sowas in der Richtung braucht ihr einfach, denn das flutscht garantiert nicht gut durch euer kleines Ohrloch, wenn ihr das ohne irgendwelches Mittel probiert da durchzuschieben. Ich habe ganz normales Öl genommen und immer auf den Dehnschmuck aufgetragen, damit eingerieben, das Ohr eingerieben, gut durchgeknetet und dann das eben ganz vorsichtig ins Ohrloch reingesteckt und dann wirklich vorsichtig dehnen. Es kann sein, dass es am Anfang nicht geht, dass es beim ersten Mal nicht gleich hinhaut. Da dürft ihr dann euch nicht aufregen, sondern probiert dann einfach an einem anderen Tag vielleicht nochmal. Wenn ihr wirklich merkt, es geht gar nicht weiter. Wenn es ein bisschen weiter geht, dann geduldig bleiben. Ihr könnt euch ja mal das Video, was ich jetzt am Anfang verlinkt habe, angucken, wie ich das dann gemacht habe. Es kann sein, dass es am Anfang
ordentlich wehtut, nicht davon abschrecken lassen. Es kann sein, dass es euch auch nicht so wehtut. Ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Wichtig ist eben, dass das Ohr gut durchblutet ist, dass ihr Creme oder Öl oder sowas aufgetragen habt und dass ihr es vorsichtig weiterschiebt. Und ja, beim Schieben selbst ist es wichtig, ich weiß nicht, ich habe mit dem Finger auf der Rückseite des Ohrlochs immer nachgeholfen und probiert, dass es da irgendwie möglichst gut durchgeht. Aber ich glaube, da findet jeder einfach seine eigene Technik. Ja, nach sagen wir mal 2 bis 3 Tagen habe ich dann immer die Dehnsichel, wenn es ging und wenn es nicht mehr so wehgetan hat, das Ohr ganz vorsichtig herausgeschoben. Ich hatte ein schreckliches Erlebnis, wo ich am Tag drauf beim Friseur war und mir das aus Versehen rausgekämmt wurde. Ja, deswegen ist Schmuck wahrscheinlich besser, den ihr dann immer einsetzen könnt. Das war nicht so toll. Aber ja, nach 2 bis 3 Tagen kann man es probieren, vorsichtig rauszuschieben. Und dann ist es wichtig, die Dehnsichel gut zu reinigen. Am besten mit Desinfektionsmittel. Ich hatte noch von meinen Piercings Octenisepta, so ein Spray, könnt ihr drauftragen. Auf jeden Fall irgendwie reinigen, denn ich kann euch sagen, da klebt schon einiges dran. Ich will jetzt nicht so eklig werden, aber ne? Macht bitte euren Dehnschmuck dann gut sauber. Und das am besten in regelmäßigen Abständen, denn so könnt ihr einfach am besten verhindern, ja, dass sich das irgendwie entzündet. Auch das Ohr selbst, aber das, ja, geht ja in der Dusche oder so auch ganz gut. Bei diesen Sicheln, ne, die in 2 Millimeter Abständen das Ohrloch dehnen, ist es so, dass man schon eigentlich eine Weile warten sollte, bis man weiter dehnt. Normalerweise dehnt man ja auch immer nur 1 Millimeter, habe ich zumindest gehört, und macht dann wieder eine Pause von 4 Wochen vielleicht. Setzt am besten dann noch einen passenden Schmuck ein. Eigentlich ist es besser, wenn ihr immer passenden Schmuck euch dazu kauft und das wirklich mehrere Wochen drin lasst und dann erst weitermacht, ne? Ich kann jetzt wieder nur von meinen Erfahrungen berichten. Ich habe dann eben immer 2 Millimeter weiter gedehnt, also bis die Sichel hier, ne, in der Mitte so im Ohr drin saß. Und ja, es tut am ersten und am zweiten Tag mächtig weh, meiner Meinung nach. Also wenn man so beim Schlafen sich so drauflegt, ne, dann ist nicht so schön. Aber das geht dann schon wieder. Also ich habe auch gelesen, dass es kein Zeichen ist, dass es verheilt ist, wenn es nicht mehr wehtut oder so und dann die Leute einfach weitermachen. Das ist nicht so. Man sollte dem Ganzen noch mehr Zeit geben, weil bis innen alle Hautschichten und so weiter verheilt sind, dauert das wirklich seine Zeit. Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, wirklich, es können hässliche Dinge beim Ohrloch dehnen passieren, dann wartet dazwischen. 4 Wochen, 6 Wochen, ne? Ich weiß, man möchte das gern schnell fertig haben, aber eigentlich ist es ja auch wichtig, dass das Ergebnis schön aussieht. Ja, dann habe ich mich bei den Sicheln eben immer weiter hochgearbeitet und immer die nächstgrößere dann eingesetzt nachher 4 Wochen ungefähr. Ja, 3, 4 Wochen ungefähr. Und ja, dann war es irgendwann fertig eines Tages. Da habe ich mich auch mächtig gefreut, als es dann soweit war. Ja, ich mag es sehr gerne und bereue es bisher noch nicht. Sollte ich auch nicht. Ich habe mir dann noch verschiedene andere Schmuckteile da gekauft. Bei Wildcat. Ich finde den super hübsch, aber guck mal, was damit passiert ist. Manche dieser Diamanten, Funkelsteine sind schon rausgefallen. Das ist schade für den Preis. Weiß nicht wie viel. 14, 13, 10 Euro so ein Dreh. Dann aus Plastik, so ein Gummidings. Den mag ich auch ganz gerne. Und hier habe ich, Moment, so einen drin, gerade. Aus Metall mit einer Schwalbe. So, ich kann euch ja mal zeigen, wie es jetzt so aussieht. Ja, ich trage immer so 4 verschiedene bunte Ohrringe. So sieht es aus. Eigentlich relativ gut, finde ich. Es gibt jetzt bestimmt einige, die sagen, nein, das könnte noch besser sein, aber ich bin damit total zufrieden. Also, so sieht es aus. Also viel kleiner, ne? Zieht sich dann immer ein bisschen zusammen. Okay, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und euch eine Anleitung geben, insbesondere die, die nachgefragt haben. Viel Erfolg und bitte seid mir nicht böse, dass es so lange gedauert hat. Ja.
Ich hätte es gerne früher schon abgedreht. Okay, dann, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen, aber ansonsten guckt lieber im Internet. Ich bin, wie gesagt, kein Experte. Ich habe das selber zum ersten Mal gemacht. Ich habe vor einem Jahr noch gesagt, ich will sowas nicht haben. Jetzt wollte ich es doch. So viel dazu. Und wenn ihr euch wirklich unsicher seid, dann geht bitte ins Piercing-Studio. Es gibt auch Piercer, die das anbieten. Relativ kostengünstig, vielleicht so für, weiß nicht, 10 Euro oder so pro den Schritt. Ne? Das ist wirklich das Allerbeste, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Aber wie gesagt, bei mir hat es auch so geklappt. Bis dann, tschüss!